So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. So, Öl. Öl ist angesagt. Oder wir tun das mal so, als ob, ne? Ach, jetzt ist es auch dunkel. Im Dunkeln bauen ist echt doof. Im Dunkeln bauen ist doof. Wie ist das gerade mit Einnahmen? Schlecht. Was haben wir hier noch drin? Ach, da passiert ja auch nichts. Stimmt, da passiert ja nichts, weil ist ja keine. Nee, keine Pflanzen mehr da. Aber wir haben genug Lebensmittel, also wir fallen nicht vom Fleisch. Und auch nicht vom Brot, sozusagen. Sollte klappen. Was haben wir hier noch was drin? Wäre ein Wunder, wenn da Stahl drin wäre. Ist gerade fertig geworden, ist ja nicht zu fassen. So. Jetzt mache ich mal fix auf Pause. Ohne Probleme, 12 Mann. Okay. Was hast du mit? 8 Tonnen. Gut. So, noch ein bisschen heller werden. Brauche ein bisschen mehr Licht hier. Mehr Licht. Nun mach schon. Mann, das ist echt traurig, ne? 94%. Ja. Habe ich schon mal gesagt, glaube ich, ne? Wir waren schon mal auf 94. Aber unsere Produktivität steigt. So. Die sind noch fleißig am Millionärfahren, sehe ich gerade. Da, unser. Ja, 1,6 Tonnen Essen. Haben wir noch genug drin? Alkohol auch. Da dürfen wir erstmal nicht wieder dran rumfummeln. 13.000 plus letzten Monat. 68.000. Na gut, da haben wir fast den Kredit bezahlt. Gut, aber wir können ja schon mal planen. So ist das ja nicht, ne? Plan tut nicht weh. Und ich denke mal, das Schlimme ist ja auch noch, wir müssen dann ja sehen, dass wir hier, wenn wir das Öl hier rausholen, wir brauchen ein bisschen mehr Strom, ne? Ich glaube, da kommen wir nicht ganz hinten mit dem, was wir haben. Weil wir arbeiten schon fast am Maximum. Aber wir verkaufen ja so viel Saft. So, pass mal auf. Wupp. Ich gebe mir hier noch eins mehr. Ach, das ist ein bisschen rot, ne? Dann liebst du vielleicht noch eins mehr hier in Arm. Machen wir auch. So. Wupp. Jetzt haben wir Öli hier hinten, ne? Ach du Himmel. Wir können hier immer schon hinplanen. So ist das ja nicht. Nur auch so. Ach, kann ich nicht. Ah, du Schande. Jetzt müssen wir aufpassen. Wo war es jetzt hier? Da, ne? So. So. Ein Ölkraftwerk. Nee, wir bauen doch kein Ölkraftwerk. Das gute Öl verheizen? Nee, das wär ein Verbrechen. Ich muss da ein bisschen näher ran. So. Ei! Mist. Das tat nur weh. Na gut, das haben wir das Teil gebaut. Mist. Da das Risiko, ne? Das ist so ein Risiko. Oh Mann, du. So. Wo war das jetzt hier, ne? Wupp. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Stück erstmal. So, du bist auf die Kosten für die Verbindung gespannt. Mhm. Ich auch. Sind wir schon mal 2. Hier ist eigentlich ein gelber, ne? Normalerweise können wir. Gelbes Geld, da können wir normalerweise auch einen hinsetzen. Wenn es denn geht. Machen wir. So. Pumpt zwar nicht so viel, aber immerhin etwas, ne? Normal könnte ich ja auch noch einer hin.
Wir kleistern das Ding voll hier. Sowas von. Auch wenn da nicht viel rauskommt. Naja, egal. Verbindung roher Pipeline. Ganz genau, Bro. Jeder Tropfen zählt. So, was haben wir hier? Untergrund. Das ist ja noch teuer. Sonnenteile brauchen wir auch noch. Ein Rohrverbinder. Der passt sogar genial dahin, ne? Der passt super dahin. Jetzt müssen wir hier noch einer hin. Ach, das ist der Ausgang da vorne. Achso, der passt so hin. Haben wir noch einen? Passt auch. Den da hinten haben wir jetzt gar nicht mit angeklemmt. Den lassen wir erstmal raus. Ich fürchte fast, dass das nicht passt. So nicht. Wo ist denn der Ausgang? Warum ist der so dicht dran und... was? Weil ein Bärchen weg ist oder was ist los? Der müsste doch normalerweise hier so irgendwie passen. Oder nicht? Normal müsste das doch gehen. Ich setze ihn mal dahin. Mein Röhrchen. Von dort nach dort. Geht natürlich nicht unter Ache Hügel verhindert. Hügel verhindert. So, jetzt verhügelt das Hügel, jetzt verhindert der Hügel nicht mehr. Natürlich verhügelt er noch. Ach Gott. Okay, jetzt geht's. Okay. nee, 36.000. Mann, Mann, Mann. So, sorry, pass mal auf. Jetzt haben wir den ganzen Kram dastehen. Haben wir hier eine Zusammenführung theoretisch. Jetzt müssen wir sehen, können wir das noch weiter hier vorne herkriegen? Wie weit können wir denn die Leitung bauen überhaupt? Das ist hier die Frage. Zu lang. Bis dahin. Bis dahin können wir bauen. Also bis zur Stromleitung theoretisch. Da bräuchten wir so ein bisschen Tanks, ne? Wo sind hier die Eingänge? Wenn wir da einen hinbauen und da einen hinbauen. Warum will er nicht? Weil... Ach so. Da ist, stört ihn die Hochspannungsleitung. Warum? Hier konnte ich doch richtig dicht dran bauen. Ach, hier geht auch, oder was? Ach du Schande. Schinde. Nee, aber wir müssen hier drüben hin, ne? Bauen wir noch einen hin. Und ein Röhrchen. So. Das Ganze kostet uns Unsummen. Und dann brauchen wir natürlich eine Verladestation, ne? Laden, entladen, was haben wir hier? Ölkraftstoff laden, entladen. Wo ist denn der Unterschied? Station 2. Achso, da haben wir zwei, da haben wir nur eine. Alles klar. Was haben wir hier? Das ist die Straßenverbindung. Okay, das ist, was ist das hier? Das alle. Ach so. Warte. Da ist die Schiene. Genau, so. Keine Ahnung, wie das klappt.
Okay, The Grow. Bis denne. Ciao. Mach's gut. Bis denne. Bis zum nächsten Mal. Wo haben wir denn die Schiene? Da ist die Schiene. Wir kommen da so nicht ran, ne? Am liebsten hätte ich ja so hin, ne? Dass wir direkt rausfahren. Die Frage ist, wenn wir den hier hinbauen, pumpt er durch zwei Tanks durch? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Den könnten wir dahin bauen. So, wupp. Das Ganze ist unbezahlbar. Und natürlich müssen wir noch Schiene raus haben. Eine Schiene raus haben müssen wir noch irgendwie. Mal sehen, wie das aussieht. Da kriegen wir auch locker beide durch, ne? Dahin und dahin. Passt. Kosten 37.000. Was kostet denn der ganze Spaß hier? Das kostet uns 30.000. So ein Tank kostet uns auch ein bisschen was. 23.000 Euro, Freunde. Das wird ein teurer Spaß werden. Was kostet uns der denn? 18.000. Da müssen wir natürlich noch irgendwie Strom hinbekommen, ne? Das ist auch noch viel wichtiger. Aber ich meine, Strom ist ja direkt hier vor der Nase. So ist das ja nicht. Da könnten wir direkt anzapfen. Strom. Hochspannungsschalter, so einen brauchen wir auf jeden Fall. Der müsste dahin, dann brauchen wir so einen Schalter natürlich, der hier vorne reinkommt. Dafür müssen wir erstmal ein bisschen was abklemmen. Machen wir mal auf Pause. Mal ja so, zack. Schalter dazwischen. So. Strömchen. Dahin. Dahin. Müsste gleich gebaut werden. Und natürlich noch Strömchen darüber, ne? Kann auch gleich gebaut werden, macht ja nichts, ne? So, jetzt haben wir natürlich noch die Niedrigspannungsgeschichte. Dann müssen wir hier so. Kriegen wir die abgedeckt. Vier. Da innen. Und dann haben wir hier nochmal. Die auf jeden Fall. Können wir den da hinbauen? Können wir, tatsächlich. So, und dann brauchen wir natürlich noch Saft für die unten, ne? Wäre nochmal einer dahin. So. Dann haben wir das auch abgedeckt. So. Nächster. Wo war der nächste hin? Dahin. Und wo ist er jetzt? Da oben ist er. Da ist er. So. Der ist mit dran. Jetzt brauchen wir noch einen mehr. Der passt sogar so dahin. Jetzt haben wir das auch strommäßig versorgt. So, für können wir uns leisten. So ist das nicht. Das Teil müsste auch gebaut werden. Das Teil natürlich auch. So. So, jetzt ist auf jeden Fall wieder Saft vorhanden. Eieieiei. Gleise kosten uns 32.000.
Ja, die brauchen wir, ne? Nützt ja nichts. So, das. Und dann müssen wir hier noch mal was reinkriegen. Sekunde, das mal rausnehmen hier. Nein, Quatsch. So rum und die normale brauchst, ne? So. So. So sieht das schon mal gar nicht schlecht aus. Dann haben wir das wenigstens. Ich fürchte das Schlimmste. So, da geht erstmal unsere Kohle durch. Ich baue den mal 18.000. Der kostet uns 14.000. Es wird schwierig werden. Fährt 10.000. Na, die Verbindung. 40.000. Alter. Da haben wir nicht genug Kohle für. Haben wir einfach mal nicht. Da ging schon wieder viel zu viel Moos raus. Die ganzen Ausgaben. Ach du Himmel. Keine Arbeiter. Was hast du mit? 55, also ist übersichtlich, ne? So, haben wir Stahl hier drin? 26 Tonnen Stahl, ich glaub's ja nicht. Sind wir fertig? Oh ja, tatsächlich. Wir fördern Kohle hier rein. Es fehlt Kohle. Wo ist denn dann noch fertig? Warte mal, da fehlt noch was. Es müsste doch jetzt funktionieren, oder nicht? Da geht natürlich nicht, wenn keine Leute da sind, ne? Jetzt geht's ja. Okay, das läuft. Warum fördern wir keine Kohle? Weil wir hier die verkehrten Türme eingesetzt haben. Richtig? Natürlich. Nein, das sind die richtigen. Das sind die, die wir haben sollen. Das sind die Trockenteile. Warum kommt hier nichts an? Okay, das wissen wir mal nix. Warum hat das höhere Priorität? Das kann doch nicht sein. Was ist denn hier los? Irgendwas ist hier doch wieder verkehrt. Wo ist der Fehler? Überall ist Strom vorhanden.
Hier kommt keine Kohle ran. Warum nicht? Warum kommt da keine Kohle hin? Ach, was ist jetzt denn wieder los? Wo ist denn das Problem? Warum fördert er keine Kohle? Das verstehe ich jetzt nicht. Egal, wie ich es mache. Ist ihm Schnurz, also macht er nicht. Okay. Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Danny, kannst du bei der Kronenvereinbarung deine Mitarbeiter nicht auf 15 erhöhen? Das kann ich natürlich. Aber nützt mir ja nichts, wenn nicht genug Leute da sind, die Kohlenerztransporte hier dran schaffen. Dann schaffe ich auch nicht mehr Kohle. Warum kriegen wir hier keine Kohle ran? Warum läuft das hier nicht? Warum läuft das hier nicht? Raff ich nicht. Verstehe ich nicht. Hier müsste doch langsam mal Kohle ankommen. So, keiner da. Hier wird aber keine Kohle gefördert. Deine Rohkohle staut sich in der Mine, da staut sich nichts. Das wird sofort rausgeholt hier. Das ist hier nämlich. Normal ist das Ding nicht voll und das ist jetzt nicht so der Fall. Ach, wie herrlich. Ach, die Sachen, die gehen gar nicht. Warum will er nicht? Das ist die Sache, das verstehe ich jetzt nicht. Warum will er nicht? Keine Ahnung. Verstehe ich jetzt nicht, warum er nicht will. Verstehe ich nicht. 64 Tonnen, okay. Wo ist er jetzt? Der hier, ne? Na, fahr mal. So. So. Er produziert auf jeden Fall nichts. Da läuft nichts. Da wird nichts gefördert. Raff ich nicht. Hast du Kohle drin im Stahlwerk? Jetzt habe ich nicht viel. Da ist nicht viel drin. Aber normalerweise müsste er den Speicher auffüllen. Das macht er nicht. Der bewegt sich nichts. Quelle hat keine Ressourcen. Quelle hat keine Ressourcen. Das ist doch gelogen. Das stimmt doch gar nicht. Hier ist die Ressource da. Er fördert doch mal wieder.
ohne Probleme. Da ist doch der Wurm drin. Herrlich. Warum muss dann Wurm, wenn man keine Kohle hat und dann will man hier rum, dann kann man hier nicht mal rumprobieren. Der fördert zur Eisenbahn, kann er ja nicht. Kann er nicht. Das sind nämlich Ausgänge. Und du kannst keinen Ausgang mit dem Eingang verbinden. Oder einen Ausgang mit dem Ausgang verbinden. Das kannst du nicht. Mann, das ist kacke. Hier ist keine Kohle drauf. Keine Kohle. Frage ist, welcher ist denn was? Na, jetzt kommt er. Nun läuft es. Nun läuft es. Okay, das Teil ist voll. Gut, das ist aber so, dass wir jetzt... Das läuft da nichts mehr rein, ne? Ah doch, das läuft. Jetzt haben wir dann auch noch einen Zug dran rumstehen, glaube ich, ne? Wo ist denn der? Da. Gut, wenn der leer ist, dann schicke ich den mal auf Warteposition. Der braucht nämlich nicht mehr fahren. Priorität, da muss man erstmal drauf kommen. So, mach leer, dann müsste der gleich wieder anspringen. Das macht er auch, der fördert die wie ein Wahnsinniger. So, der geht jetzt mal auf Halde. Wupp. So, was haben wir hier drin? 9, etwas Tonnen. Das ist natürlich jetzt nicht viel. Wir haben langsam mal Zeit, dass wir hier beenden dürfen, ne? Was ist hier? Oh, wir ernten schon. Oh, cool. Dann kommt hier wieder was rein. Sehr cool. Dann funktioniert das ja auch. Mensch, ist ja fantastisch. Werden wir doch noch Millionäre? Das waren im letzten Monat waren die ganzen Investitionen mit unserem Öl hier, ne? Gebäude so eine Stromversorgung. Ja gut, die können eh noch nichts transportieren. Wir brauchen Kohle dafür, das ist das Problem. Jetzt sollen wir 70.000 bezahlen. Was? Das muss weniger werden, nicht mehr. Inflation, glaube ich, ne? Inflation. 41 Arbeiter. Ah, gut, ist nicht so dolle.
So. So, jetzt müsste das ja doch hier laufen. So. Gut, es fördert. Okay. Sekunde. Ah, die Folge ist ja durch. Da sage ich doch mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gucken wir uns das Chaos weiter an. Bis dann. Ciao.